Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Thema Gerechtigkeit Christi. Irrlehren und Gotteslästerungen der Reformatoren. Im späten 18. Jahrhundert begannen englische Dispensationalisten, also Lehre der Haushaltungen, ihre Stimme gegen das, was viele als etablierte Kirche hielten, in Wirklichkeit aber ein Pool gotteslästerlicher Irrlehren, Reformation, Kirchen, zu erheben. Diese Lehre wurde die Zurechnung des aktiven Gehorsams gegenüber Christus genannt. Diese Blasphemie-Doktrin war damals so akzeptiert, dass sich nur wenige vorstellen konnten, dass sie in Frage gestellt werden könnte. Es war eine Lehre, die aus der Reformationszeit hervorging und erstmal in den Schriften der Reformatoren John Calvin, Martin Luther und anderer Gotteslästerer artikuliert wurde. Aber als britische Dispensationalisten wie John Nelson Darby, William Kelly sich dieser Lehre aus biblischen Gründen widersetzten, wurden sie bitter als unorthodox und sogar ketzerisch angeprangert. Damals erschien ein Buch von William Wright mit dem Titel Heresies of the Plymouth Brethren, wurde als Angriff auf diese Dispensationalisten herausgegeben. Und Dr. Robert Dabney brachte 1891 in einem Werk mit dem Titel Theology of the Plymouth Brethren einen ähnlichen Angriff vor. In den folgenden Jahren und bis zum heutigen Tag sind jedoch führende Evangelikale zum Schluss gekommen, dass diese reformierte Doktrin der Zurechnung nicht darauf basiert, das Fundament des Wortes Gottes, sondern auf dem Treibsand der menschlichen, gottlosen, teuflischen Vernunft. Heute wird diese Lehre unter Evangelikalen nicht allgemein akzeptiert. Tatsächlich gibt es nur wenige ernsthaft denkende Christen, die damit vertraut wären. Der reformierte Schriftsteller Dr. R.C. Sproul beklagte, dass diese Lehre im heutigen Evangelikalismus weitgehend unbekannt ist und übersehen wird. In letzten Jahren gab es jedoch aufgrund der Popularität der reformierten Theologie ein wachsendes Interesse an dieser Lehre. Was ist Errettung durch den Gehorsam Christi? Die blasphemische reformierte Theologie hat seit der Zeit der Reformatoren gelehrt, dass Christus eine zweifache Grundlage für die Rechtfertigung geschaffen hat. Es wurde behauptet, dass die Leiden unseres Herrn von seiner Geburt bis zu seinem Tod sein aktiver Gehorsam waren und seine Leiden und sein Tod am Kreuz den passiven Gehorsam Christi darstellten. Diese beiden Aspekte verbänden sich, um die Grundlage für die Rechtfertigung des Gläubigen zu bilden. Alle evangelikalen Christen bekräftigen, dass der Tod Christi am Kreuz die biblische Grundlage für die Rechtfertigung ist. Die blasphemische Luther 1945, die auf dem Textus Receptus Pfusch basiert, schreibt 1. Petrus 2,24, welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leib auf dem Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil worden. Diesen Wahnsinn glaubt reformatorische Christen, dass Christus die Sünden geopfert habe. Die blasphemische Luther 1912, 1. Petrus 2,24, welcher unserer Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Diese Gotteslästerer der Lutherbibel Herausgeber implizieren, dass der Leib des Christus Sünden hätte. Die reformierte Theologie besteht jedoch darauf, dass der Gehorsam und das Leiden Christi vor dem Kreuz für unsere Errettung wesentlich sei. Der Calvinismus bekräftigt, dass der Tod Christi sein passiver Gehorsam mit unserer Schuld fertig wurde, während die Verdienste im Leben Christi
sein aktiver Gehorsam für unsere Rechtfertigung sorgen. Die Institute of Christian Religion vertritt diese Ansicht. Wenn gefragt wird, wie Christus durch die Abschaffung der Sünde die Feindschaft zwischen Gott und uns beseitigt und eine Gerechtigkeit erkauft hat, die ihn günstig und freundlich zu uns gemacht hat, kann allgemein geantwortet werden, dass er dies durch den ganzen Lauf seines Gehorsams erreicht hat. Dies wird durch das Zeugnis des Paulus bewiesen, wie durch den Ungehorsam eines Menschen viele zu Sündern gemacht wurden. Also werden durch den Gehorsam eines Einzelnen viele zu Gerechten gemacht. Römer 5, 19. Und tatsächlich dehnt er anderswo den Vergebungsgrund, der vom Fluch des Gesetzes befreit, auf das ganze Leben Christi aus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau gemacht, dem Gesetz gemacht, um die zu erlösen, die unter dem Gesetz waren. Galater 4, Vers 4 bis 5. So erklärte er schon bei seiner Taufe, dass ein Teil der Gerechtigkeit durch seinen nachgiebigen Gehorsam gegenüber dem Gebot des Vaters erfüllt sei. Kurz gesagt, von dem Moment an, als er die Gestalt eines Dieners annahm, begann er, um uns zu erlösen, den Preis der Befreiung zu zahlen. John Calvins in der Institutio, Band 2. Wer das auf Deutsch will, kann mir schreiben. Ich sende es ihm auf Deutsch, den ganzen Artikel. Die Implikation dessen, was der Gotteslästerer Johannes Calvin sagt, darf uns nicht entgehen. Es sei nicht der Tod Christi allein, der erlöst und rechtfertigt. Es sind auch die Leiden und der Gehorsam, die Christus während seines Lebens vor dem Kreuz erduldete. Jeder Akt des Gehorsams als Kind wäre erlösend, jeder Blutstropfen, der in den früheren Menschheit vergossen würde, wäre sühnend. In jenem Akt des Gehorsams von der Zeit an, als er die Form eines Dieners annahm, von der Zeit seiner Geburt an wäre er es, den Preis der Befreiung zahlen. Manchmal wird dem Erlösungswerk im Leben Christi von reformierten Autoren so viel Gewicht beigemessen, dass man sich fragt, warum der Tod Christi überhaupt notwendig war. Einige blasphemische reformierte Autoren drängen auf dieses Thema so sehr, dass sie bestimmten Ereignissen im Leben Christi eine erlösende Qualität zuschreiben. Der Hymnenschreiber und reformierte Theologe Horatius Bonar beschreibt Ereignisse im Leben Christi, die er als erlösende Leiden vor dem Kreuz betrachtet. Er schreibt, das stellvertretende Leben Christi begann in der Krippe. Dort hatte sein Sühnentrage begonnen. Als er beschnitten und getauft wurde, geschah dies stellvertretend. Und es war immer der Sündlose, der unsere Sünden trug. Horatius Bonar. Wer das Buch will, kann mir schreiben. So alarmierend dies vielen ernsthaften Christen erscheinen mag, diese reformatorische, blasphemische Rechtfertigungsposition hält bis heute an. Der populäre reformierte Blasphemiker R.C. Sproul hat diese Ansicht aufs Äußerste formuliert. Er behauptet, das Kreuz allein sei nicht ausreichend, denn der Tod und das Leben Christi seien im Rechtfertigungs- und Erlösungswerk gleichbedeutend. Daher könnte der Tod ohne das Erlösungswerk im Leben Christi den Gläubigen nicht rechtfertigen. Der Gotteslästerer R.C. Sproul schreibt, das Kreuz allein rechtfertigt uns jedoch nicht. Wir sind nicht nur durch den Tod Christi gerechtfertigt, sondern auch durch das Leben Christi. Die Erlösungsmission Christi beschränkte sich nicht auf das Kreuz. Um uns zu retten, müsste er ein Leben in vollkommener Rechtschaffenheit führen. Sein vollkommener aktiver Gehorsam war für sein und unser Heil notwendig. Wir sind gerecht durch den Gehorsam gegenüber Christus, der uns durch den Glauben zugeschrieben wird. R.C. Sproul. Die Reformatoren, die den Opfertod Christi am Kreuz abwerten,
kommen sowieso in die ewige Hölle. Das heilige und makellose Leben Christi ist für diejenigen von großem Interesse, die geistlich gesinnt sind. Die Betrachtung seiner Vollkommenheit, die vor dem Kreuz gezeigt wird, ruft wahre Anbetung vor. Denn Anbetung entsteht nicht nur aus unserer Wertschätzung seines Todes, sondern auch aus der Betrachtung dessen, was er in sich selbst und zum Wohlgefallen Gottes war. Matthäus 17,5. Das soll nicht heißen, dass sein Leben direkt zu unserer Erlösung beiträgt. Vielmehr war sein heiliger Charakter etwas Wesentliches für seine eigene Natur und qualifizierte ihn dazu, das Opferland zu werden. Denn Gott hat bei der Einrichtung des Passas deutlich gemacht, dass dein Lamm ohne Fehl, ohne Makel und Flecken sein wird. 2. Mose 12,15. Und Petrus bestätigt, dass er diese göttliche Anforderung erfüllt hat. 1. Petrus 1,19. Seine Heiligkeit war, wie gesagt, wesentlich für ihn persönlich. Aber es ist nicht stellvertretend oder in irgendeiner Weise auf uns übergegangen. Das Evangelium besagt nicht, dass Christus sein Leben zu unserem Nutzen gelebt hat, sondern dass er für unsere Sünden gestorben ist, begraben und auferstanden ist. 1. Korinther 15, Verse 3 und 4. Reformierte, gottlose, blasphemische Argumente untersucht. Reformierte Theologen bekämpfen darum eine klare und eindeutige biblische Unterstützung für diese Ansicht der Rechtfertigung zu finden. Ein Vers von reformierten Schriftstellern bestätigt, zitiert wird, ist jedoch wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit der Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Reformierte blasphemische Autoren verlästern den Ausdruck durch die Gerechtigkeit eines Einzelnen zu. Die rechtschaffenen, gehorsamen und gesetzestreuen Taten im Leben Christi vor dem Kreuz. Diese Gerechtigkeit, so wird gelästert, wird uns durch den Glauben zugerechnet. Aber ist es das, was Römer 5,18 lehrt? Bezieht sich der Ausdruck Gerechtigkeit eines Einzelnen auf sein Leben oder zu seinem ein für allemal Tod am Kreuz? William MacDonald sorgt in diesem Punkt für die nötige Klarheit, wenn er schreibt, die in Römer 5,18 erwähnte Gerechtigkeit Christi bedeutet nicht seine Gerechtigkeit als Mensch auf Erden oder seine vollkommene Einhaltung des Gesetzes. Es wird nie gesagt, dass diese uns zugeschrieben wäre. Wären sie es, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Der eine Akt der Gerechtigkeit war nicht das Leben des Erretters oder sein Halten des Gesetzes, sondern sein stellvertretender Tod am Kreuz von Golgatha, William MacDonald. Ein sorgfältiges Lesen und Studieren dieses Verses zeigt, dass das Wort Gerechtigkeit, griechisch dikaioma, zu Recht mit Akt der Gerechtigkeit wiedergegeben werden muss. Es bezieht sich auf das, was bei seinem Tod vollbracht wurde und steht im Gegensatz zu Gerechtigkeit als Eigenschaft. Die Diskussion in den Versen 8 bis 10 desselben Kapitels wirft weiteres Licht auf die Tatsache, dass es sich um einen Hinweis auf den Tod Christi handelt. Darüber hinaus lehrt das Wort Gottes niemals, dass wir durch das gerechte Leben Christi gerechtfertigt sind, sondern vielmehr durch die gerechte Tat Christi am Kreuz, die Gott erlaubte, seinen Zorn gegen die Sünde auszugießen. Was sind die biblischen Implikationen? Jeder Christ muss sich über diese Lehre Gedanken machen. Dies reformierte gotteslästerliche Rechtfertigungsauffassung widerspricht von vornherein der Rechtfertigungslehre. Das Neue Testament stellt wiederholt fest, dass die Grundlage der Rechtfertigung nicht im Leben Christi, sondern in seinem Tod zu finden sind. Und diese Rechtfertigung erfolgt nicht durch zahlreiche Ereignisse im Leben Christi, sondern durch ein Ereignis, nämlich den Tod Christi.
Das schiere Gewicht des biblischen Berichts sollte uns innehalten lassen. Wir lesen 1. Petrus 3,18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Römer 5,9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Hebräer 9,28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, oder getrennt von, ohne Beziehung zu, das heißt, sein Kommen für die Seinen hat nichts mit der Sünde zu tun, Sünde erscheinen zur Errettung. Außerdem, die Evangelisten machen sehr deutlich, dass unser Herr bis zur Zeit des Leidens Christi am Kreuz nicht den Kelch des Zornes Gottes getrunken und zum Sündenträger geworden ist. Der gerechte Gott hat den Sohn von dem Kreuz nicht verlassen. Der Sohn hat vor dem Kreuz niemals die schreckliche Klage geäußert: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15,34. Das Kreuz Christi war der einzige Ort, an dem der heilige Gott sein vorbehaltes und gerechtes Gericht über die Sünde ausgoss. Dort goss der heilige Gott seinen ungemilderten Zorn ohne Gnade aus, damit wir die unendliche Barmherzigkeit Gottes ohne Zorn empfangen könnten. Diesbezüglich sagt unser Herr: Jetzt ist meine Seele beunruhigt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber aus diesem Grund bin ich in diese Stunde gekommen. Johannes 12, 27. Diese reformatorische, gotteslästerliche Rechtfertigungsirrlehre hat noch eine weitere Teufelei. Diese Lehrperspektive macht die Errettung durch die Gnade Gottes in seiner Werkerlösung durch die Ausrichtung auf die Einhaltung des mosaischen Gesetzes. Die Schrift ist auch in diesem Punkt absolut klar. Niemand wird jeweils gerettet, indem er das Gesetz hält. Paulus verkündet unmissverständlich: Dem, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der die Gottlosen gerecht gemacht hat. Römer 4, Vers 5. Niemand wird durch das Gesetz gerechtfertigt vor Gott. Galater 3, 11. Wissend, dass der Mensch nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Dennoch werden wir in der reformatorischen, blasphemischen Sichtweise der Rechtfertigung belehrt, dass wir durch das Halten des Gesetzes als gerecht angesehen werden. Es gibt jedoch eine ungewöhnliche Wendung. Es ist nicht unser individuelles Gesetzeshalten, das uns rechtfertigt, sondern das von Christus, der das Gesetz stellvertretend für uns hielt. Also werden uns seine Verdienste des Haltens des Gesetzes zugerechnet. Beachten Sie die Worte des angesehenen Autors und reformierten Blasphemikers, Theologen Dr. Parker. In der klassischen reformierten protestantischen Theologie bedeutet der Ausdruck Zurechnung der Gerechtigkeit Christi nämlich, dass die Gläubigen aus keinem anderen Grund gerecht sind und gerecht vor Gott haben, als dass Christus ihr Haupt vor Gott gerecht war und sie eins sind mit ihm, Teilhaber seines Status und seiner Akzeptanz. Gott rechtfertigt sie, indem er ihnen um Christi willen das Urteil verkündet, dass der Gehorsam Christi verdient hat. Gott erklärt sie für gerecht, weil er sie für gerecht hält, und er rechnet ihnen Rechtschaffenheit zu. Nicht, weil er sie als Person ansieht, die sein Gesetz gehalten haben, sondern weil er sie als mit demjenigen vereint sieht, der es stellvertretend eingehalten hat. Christliche Gerechtigkeit beginnt mit dem Tod und der Auferstehung Christi. Der auferstandene Christus selbst ist unsere Gerechtigkeit. Nicht Christus, der in
der an unserer Stelle das Gesetz erfüllt. Die Bindung des Christens an das Gesetz wird durch den Tod und die Auferstehung Christi gebrochen. Der Apostel Paulus in Römer 7 geht auf dieses wichtige Thema ein. Die Macht des Gesetzes ist nur in Kraft, solange eine Person lebt. Oder in den Worten des Apostels, das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Römer 7,1. Befreiung vom Gesetz, wenn er sagt, dass diejenigen, die unter dem Gesetz waren, durch den Tod Christi für das Gesetz gestorben sind, damit sie mit einem anderen verbunden werden, mit dem, der von dem Tode auferstanden ist. Römer 7, Vers 1 bis 6. Ein Toter unterliegt nicht dem bürgerlichen oder religiösen Recht, ebenso der Gläubige ist dem mosaischen Gesetz nicht unterworfen, weil er in Christo gestorben oder auferstanden ist. Daher hat das Gesetz für diejenigen, die an Christus glauben, seine Autorität verloren. Entweder Verurteilung oder Gerechtigkeit durch den Gehorsam gegenüber Christus zu bringen. Paulus schließt dieses Argument schließlich im Römerbrief ab, indem er schreibt, Römer 10,4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Wenn das Gesetz nicht in der Lage ist, gerecht zu machen, was ist dann der wahre Charakter der Rechtfertigung? Rechtfertigung ist die Erklärung eines hohen und unermesslichen Gerechtigkeit durch Gott an uns, indem er dem Glaubenden ganze Wert des Todes Christi ohne Rücksicht auf das Gesetz aus Gnade angerechnet wurde. Durch die Auferstehung Christi hat der Gläubige nun eine neue Stellung im auferstandenen Christus in Herrlichkeit. Römer 4,25. Hätte Christus nur das Gesetz gehalten, hätten wir weder deine noch meine Seele gerettet werden können, geschweige denn gesegnet wie wir. Wer auch immer das Gesetz gehalten hat, es wäre eine Gerechtigkeit des Gesetzes gewesen und nicht die Gerechtigkeit Gottes, die nicht die geringste Beziehung zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz hat. Weil Christus bis zum Tod gehorchte, brachte Gott eine neue Art von Gerechtigkeit, nicht unsere, sondern seine eigene Gunst. Christus wurde zum Fluche auf dem Baum gemacht. Gott hat ihn für uns sündigen lassen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes sehen können. William Kelly. Entschuldigung, ich lese den Satz nochmals richtig. Christus wurde zum Fluche auf dem Baum gemacht. Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. John Nelson Darby legt die wichtige Verbindung zwischen der Auferstehung Christi und unserer neuen Stellung in ihm dar. Er schreibt, was ich leugne, ist die Lehre, dass während der Tod Christi uns von der Sünde reinigt, sein Halten des Gesetzes unsere positive Gerechtigkeit sei und dass sein Halten des Gesetzes uns als uns selbst darunter zugerechnet wird. Und dass das Halten des Gesetzes positive Gerechtigkeit ist. Ich glaube, dass Christus Gott durch Gehorsam bis zum Tode vollkommen verherrlicht hat und dass es zu unserem Vorteil ist, dass wir, obwohl sein Tod alle unsere Sünden getilgt hat, gemäß seiner gegenwärtigen Annahme in Gottes Augen angenommen werden, gehalten werden, um mit ihm auferstanden zu sein. Ist unsere Position vor Gott nicht gesetzliche Gerechtigkeit oder daran gemessen, dass Christus das Gesetz hält, sondern sein gegenwärtiges Annehmen als Auferstandener und wir werden gemäß dem Wert seiner Auferstehung als gerecht gesehen. Die Bedeutung des Kreuzes Christi. Außerdem darf der Tod Christi niemals bagatellisiert werden. Wenn das Halten des Gesetzes durch Christum gerechtfertigt wird, wenn es wirklich stellvertretend war, warum starb dann Christus? Verständlicherweise erhob der reformierte Christ heftigen Widerspruch. Er würde nachdrücklich argumentieren, dass der Tod Christi wirklich notwendig und wesentlich für unsere Errettung war.
Dieser aufrichtige Einwand wird zur Kenntnis genommen und respektiert. Diese schwerwiegende Frage bleibt jedoch noch unbeantwortet. Wenn, wie die reformierte Sichtweise andeutet, die Rechtfertigung durch das Gesetz kommt, da Christus dem Gesetz in jeder Hinsicht vollkommen gehorsam war, und wenn die Verdienste des gerechten Lebens Christi so wirklich erlösend war, und wie der Tod Christi, warum starb dann Christus? Die reformierte blasphemische Theologie behauptet nachdrücklich, dass der Gehorsam und die rechtschaffene Verdienste des Lebens Christi genauso erlösend sei wie sein Tod. Die Heilige Schrift lehrt uns deutlich, dass der Gehorsam Christi ebenso wahrhaft stellvertretend war wie sein Leiden und dass er uns sowohl durch das eine als auch durch das andere mit dem Vater versöhnte. Alexander Hirsch. Wenn das alles wahr ist, warum musste Christus dann sterben? Warum sprechen alttestamentliche Passagen wie Jesaja 53, Psalm 22 von der Notwendigkeit des Todes des Messias? Die reformierte blasphemische Theologie hat auf diese wichtige Frage nie eine befriedigende Antwort gegeben. Reformierte gotteslästerliche Autoren sehen aufgrund des Einflusses der Bundestheologie keinen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und durch das Gesetz im Alten Testament und Gerechtigkeit durch Christi Tod allein im Neuen Testament. Die Bundestheologie Gotteslästerung versäumt es, signifikante Unterschiede zwischen dem irdischen Israel unter dem Gesetz und der neutestamentlichen Kirchegemeinde GDHDG zu sehen. Daher schlägt er eine Lehre der Gerechtigkeit durch die Vermischung von Gesetz und Gnade vor. Das geht nie. Gott hat die Gerechtigkeit nach dem Gesetz abgeschafft und etwas völlig Neues eingeführt. Das Gesetz kam durch Mose, sondern Gnade und Wahrheit durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Kreuz Christi musste in jeder Theologie der Gerechtigkeit an vorderster Front und allein stehen. Daher muss mit großer Ernsthaftigkeit festgestellt werden, dass der Tod Christi ohne Zweifel notwendig war. Jedem Versuch, seine Bedeutung und Wirksamkeit zu minimieren oder zu verringern, muss energisch widersprochen werden. Der angesehene Bibelkommentator John Ritchie hat die reformierte Sicht der Rechtfertigung und den Ausdruck der Gerechtigkeit Christi gut zusammengefasst. Er schreibt: Der angesehene Bibelkommentar John Ritchie hat die reformierte Sicht der Rechtfertigung und den Ausdruck die Gerechtigkeit Christi gut zusammengefasst. Er schreibt: Der theologische Ausdruck die Gerechtigkeit Christi, der so oft verwendet wird, ist kein biblischer Begriff. Die Bedeutung, die gewöhnlich darin gelesen wird, ist, dass der Sünder, der es versäumt hat, das Gesetz zu halten, Christus es für ihn bewahrt hat, dass sein Gehorsam als die Gerechtigkeit der Menschen angerechnet wird und dass er alle, die glauben, als Kleid anzieht. Aber das wäre keine Gerechtigkeit ohne Gesetz. Römer 3,21. Wenn Gott annimmt, dass der Sünder das Gesetz gehalten hat, weil Christus das Gesetz für ihn gehalten hat, dann kommt die Gerechtigkeit sicherlich durch das Gesetz und der Tod Christi war umsonst. Galater 2,21. Bei alledem hat die Rechtfertigung aus Gnade durch Erlösung keinen Platz. Das Evangelium besagt nicht, dass ein Sünder durch die Anrechnung des gesetzlichen Gehorsams Christi auf Erden gerecht gemacht und durch seinen Tod gerettet wird, sondern dass wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind und durch ihn vom Zorn errettet werden. John Ritchie. Wir müssen die Schlussfolgerung von ansonsten biblischen gesunden Gläubigen zurückweisen, dass das Halten des Gesetzes durch Christus rechtfertigt, erlöst und versöhnt. Wir müssen die jüngsten Äußerungen des reformierten Gotteslästerer und Theologen Arcis Sproul beiseite lassen, der feststellt, dass das Kreuz allein uns jedoch nicht rechtfertigt. Und das von Dr. D. James Kennedy, der kommentierte: Wir sind allein mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Sein vollkommener Gehorsam sorgt für unsere Gerechtigkeit. Das ist alles, was benötigt wird,
und nichts weniger wird ausreichen. Die Schrift ist in diesem Punkt klar und eindeutig, dass niemand durch das Halten des Gesetzes teilweise erlöst oder in irgendeiner Weise gerechtfertigt wird. Das soll jedoch nicht heißen, dass das Neue Testament über die Herrlichkeit und Vollkommenheit des Lebens Christi schweigt. Ohne Frage erfüllt unser geliebter Herr während seines irdischen Lebens die Forderung des heiligen Gesetzes Gottes voll und ganz. Sein gehorsames Leben war notwendig, um der Welt und seinen Jüngern die Herrlichkeit Gottes in Christus zu offenbaren. Der Herr Jesus Christus lebt sein Leben des Gehorsams, wie kein anderer jemals gelebt hat oder jemals leben wird. Er tat immer das, was sein Vater gefiel, Römer 15,3. Kein Wort, das er jemals gesprochen hat, muss jemals zurückgenommen werden. Denn er sprach nie vorschnell oder übertrieben. Keine Handlung unseres Herrn erfordert jemals eine Entschuldigung, denn unser Herr hat niemals einem anderen Menschen Unrecht getan. Kein Gedanke oder eine Tat unseres Herrn bedurfte jemals der Beichte, denn er hat niemals gesündigt oder das Gesetz Gottes übertreten. Unser Herr hat während seines irdischen Wirkens niemals einen anderen um Rat gefragt, denn er war immer der allweise und allwissende Gott. Jedoch hat keine dieser Vollkommenheiten die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus jemals dem Menschen von einer einzigen Sünde gerechtfertigt oder erlöst. Denn nur das unvergleichliche und unendliche Werk unseres Herrn am Kreuz kann erlösen. Wein fasst die Beziehung zwischen dem irdischen Leben unseres Herrn und seinem Tod am Kreuz zusammen, wenn er schreibt: Weder die Menschwerdung des Sohnes Gottes noch sein Halten des Gesetzes in den Tagen seines Fleisches dienten ganz oder teilweise der Erlösung der Menschen. Sein eigentliches Erlösungswerk begann und endete am Kreuz. Daher wird im Neuen Testament nirgends gesagt, dass Christus das Gesetz für uns gehalten hat. Nur sein Tod ist stellvertretend. Es wird nicht gesagt, dass er während irgendeines Teils seines Lebens Sünde getragen hat. Am Kreuz wurde er zum Sündenträger. Dann noch einen kurzen Nachgedanken. Bei der Passion Christi, dem katholischen und biblischen Film, den die Evangelikalen so lieben wie das physische Leben, zum Beispiel das endlose Auspeitschen geistlichen Geißeln vor dem Tod am Kreuz, so drastisch gezeigt und hervorgehoben, als ob das uns retten würde. Im Gegenteil, das, was Menschen ihm angetan haben, macht uns nur noch schuldiger. Es war eine nicht physische Sache, in die wir keinen Einblick haben, die in den 3 Stunden der Finsternis geschah, bis er sagen durfte: Tetelestai, es ist vollbracht oder voll bezahlt. Dann begann er sein Leben und blieb bis zu seiner Auferstehung 3 Tage und 3 Nächte im Grab. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, es ist vielleicht gut, wenn man sich etwas tiefer mit der reformatorischen Erlösungsirrlehre beschäftigt, um zu sehen, wie gotteslästerlich im Prinzip die ganze Reformation war, die das Kreuz erniedrigte und Erlösung sah in dem praktischen Leben des Herrn Jesum und dadurch letztendlich das Kreuz verachtete. Reformatorische Irrlehre ist so dramatisch wie die Lehre der römisch-katholischen Hure Babylon. Im Herrn wünsche ich euch vertiefendes Bibelstudium, sodass ihr euch
befestigen lässt durch Gott, den Heiligen Geist, indem ihr das Wort Gottes lest. Amen. Hier will ich folgen, wo